Nicht zuletzt den Märchenfilm Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, eine Koproduktion von DDR und CSSR aus dem Jahr 1973, verdankt Schloss Moritzburg seine magische Anziehungskraft. Hast du? Ja. Bist du das Aschenbrödel, Lotta? Mom. Jedes Jahr gucken wir Aschenbrödel. Gell, Schatz? Unser Was? Lieblingsmärchen. Wo kommen Sie her, wenn ich fragen darf? Berlin. Ich kenne das nun auch aus meiner Kindheit. Man träumt mit. Bisschen klein. Außerdem muss man ja die Zehen abhacken. Das Schloss organisiert jeden Winter eine Ausstellung zum Aschenbrödel. Und wird regelrecht überrannt. Die Hauptdarstellerin Libuzhe Shavrankova ist mittlerweile verstorben. Doch für Medientermine gibt es ein Double. Bestimmt so eine Stunde allein mit den Haaren und das Kostüm. Das geht dann eigentlich immer ganz schnell zum Anziehen. Das macht mir sehr viel Spaß und ich bin sehr froh, das machen zu dürfen. Und es ist auch schon so ein kleiner Mädchentraum, der für mich wahr wird. Meine Mama findet das super. Die freut sich dort immer total und erzählt das auch immer ihren ganzen Freundinnen und so weiter. Also die findet das super. Und auch tatsächlich in meiner Schule, die Leute finden das auch cool und die fragen mich auch dazu. Tamara Kretschmer, so heißt die 15-jährige Schülerin. Sie ist selber dem Charme der Libuzhe und ihrem Aschenbrödel verfallen. Als ich klein war, habe ich den Film Drei Haselnüsse für Aschenbrödel sehr geliebt. Ich liebe ihn auch immer noch sehr. Die ganzen Reitszenen finde ich sehr toll. Oder auch die Szene im Wald, wo Aschenbrödel den Prinzen mit dem Schneeball abwirft. Die Szene finde ich toll. Was sich neckt, das liebt sich. Hinterher! Alles passt, lässt schmunzeln, geht zu Herzen. Lass sie zuerst miteinander tanzen. Mit unserem Tölpel. Sagen Sie mir, wer sind Sie? Können Sie es nicht selbst erkennen? Aber wer ist sie? Du bist ungeduldiger als dein Sohn. Sie würden mir einen Korb geben? Das wäre wohl eine unerhörte Frechheit. Die Dreharbeiten begannen im Januar vor 50 Jahren. Dabei ist das Schloss ein Party- und Jagddomizil. Erbaut von Sachsens legendärem Kurfürsten August der Starke. Um hier beispielsweise den Geburtstag seiner Tochter zu feiern. Er hat die komplette Kulturlandschaft genutzt, er hat die Teiche genutzt, er hat hier Kostümfeste veranstaltet, es gab Theatervorstellungen, es gab Spielabende. Doch Libuzhe Shavrankova mit ihrem Liebreiz stiehlt August die Show. Die Schlossleiterin Dominik Fliegler bleibt cool. Winterzeit sei Märchenzeit, so die studierte Denkmalpflegerin. Wir unterscheiden im Schloss hier zwischen dem Sommerschloss, wo wir August den Starken und das Barockschloss zeigen. Und im Winter ist eben der Fokus alleine auf dem Aschenbrödel. Ich habe selbst fast 10 Jahre in Tschechien gelebt und kenne dort auch den Stellenwert, den die Libuzhe Shavrankova dort hat und den der Film dort auch hat. Die Kostüme, die wir im Hintergrund sehen, sind nationales Kulturerbe. Und ich habe ein Stück von dieser Liebe, die man in Böhmen zu der Schauspielerin und dem Film hat, auch mit hierher genommen.